Eigentlich. Hey, ich brauche deine Hilfe. Ich sende dir den Standort. Felicia, was läuft? Unglaublich. Sie erwartet, dass ich einfach angelaufen komme. Und was tue ich? Komme angelaufen. Pepperoni-Wurstpizza. Kommt drauf an, was für eine Wurst. Hey Peter, ich hab nachgedacht und du hast vollkommen recht. Ich muss mich erstmal auf die Schule konzentrieren. Schön zu hören. Aber ich will aktiv bleiben, also habe ich mir das Basketballteam angesehen. Ist doch okay, oder? Ja. Sei aber vorsichtig. Bleib glaubwürdig. Mach nichts zu Auffälliges. Was denn? Naja, also kein Dunking. Oh, klar. Natürlich. Miles? Es war bloß einmal und der Typ hat 2 Int. Es war so perfekt. Ich wünschte, du wärst da gewesen. Miles? Ich mach's nicht nochmal. Versprochen. Solange du anfängst, mit mir zu trainieren. Lass mich nachdenken. Cool, cool. Okay, Erpressung. Danke für die Hausaufgaben. Ich muss los. Erpressung. Guter Junge, der Mais. Pizza klingt gut. Das stimmt, ja. Pizza klingt immer gut. Könnt jetzt auch eine vertragen, aber ich hatte erst die Tortellini. Ja, es klingt einfach zu verlockend, gell? Pizza. Die Tortellini. Ich hab's sogar korrekt gelesen. Tortellini. So. Was schauen wir uns da an? War ein Tipp von einem Freund. Hammerhead bewahrt etwas sehr Wertvolles in dem Büro über der Bar auf. Ziemlich viele Typen. Wenn sie mich sehen, ist mein Sohn tot. Ich lock sie raus. Du schleichst dich rein. Mein Held. Komm schon. Bitte. Konzentration bitte, hallo. Der ist safe, gell? Der auch? Oh shit. Der nicht, obwohl er mir safe angezeigt worden ist. Ah ja. Er braucht ein paar Drohnen hier, meine Freunde. Er hat sich einen raumgroßen Tresor gekauft, um seine wertvollsten Gegenstände aufzubewahren. Wie ein entführtes Kind? Gibt es einen Hinweis, wo der Tresor ist? Noch keine Details, aber ich muss mir noch ein paar Geschäftsbücher anschauen. Such weiter! Was geht mit dem ab? Molotow-Cocktailwerfer. Jetzt reicht's mit dem Mist! Greift ihn alle gleichzeitig an! Darf ich um diesen Tanz bitten? Wurde auch Zeit! Du bist alt und weich geworden.
alt? Hey, ich mag zwar älter geworden sein, aber nicht alt. Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Auf ihn! Kommt ihr aufgepasst, Spinne. Oh, überall Gegner. Oh. Wir sind ein gutes Team, Spinne. Gewöhn dich nicht dran. Strengt ihr euch überhaupt an? Granate im Anflug. Aua. Das hat gut getan. Volle Deckung. Scheiße. Oh, fuck. Jetzt kann ich ihn erlegen. Zack. Zu einfach. Netter Greifer! Du bewunderst meine Ausrüstung? Nein! Ich hab nur... Vergiss es! Hab ich. Wärst du so nett und lässt mir was übrig? Easy. Du zuerst, Spinne. Nein, nein! Was war das denn? Hast du rausgefunden, wo der Tresor ist? Nein, aber wir grenzen es ein. Und da halten sie definitiv meinen Sohn fest. Ja, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, wir müssen da noch über was anderes reden. Vermisst du das manchmal? Was? Wie ich angeschossen werde, während du Sachen stiehlst? Ich habe versucht, ehrlich zu werden. Ich hatte einen Job ohne Aufbrechen oder Einbrechen. Und an Wochenenden sogar Jogginghosen an. Hab mich gefragt, wo du hin bist. Das muss schwer gewesen sein. Besonders mit einem Kind. Ich muss tiefer graben, wenn ich ihn finden will. Lass mich dir helfen. Wenn wir schon zusammenarbeiten müssen... Manches mache ich lieber allein. Manches. Ich melde mich, wenn ich zwei Hände mehr brauche. Okay. Hey MJ, was Interessantes auf dem Laptop gefunden? Ich entschlüssel noch die Daten. Bald müsste ich was haben. Gut, in der Zwischenzeit haben wir eine neue Spur. Wir glauben, Hammerhead hält ihren Sohn in einem Tresor fest. Aber wir wissen nicht, wo der Tresor ist. Sobald ich die Daten geknackt habe, können wir mit deiner Butter mein Brot schmieren. Spar dir einen anzüglichen Witz. Ich lasse mir solche Vorlagen ungern entgehen, aber in Ordnung. Danke, MJ. Halt mich auf dem Laufenden. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Okay, erkunde die Stadt. Ich glaube, wir haben sie schon genug erkundet eigentlich. Jetzt müssen wir nur noch auf einen Anruf warten. Schon wieder. Das Internet ist voll von Material, in dem Spider-Man Black Cat über Hausdächer verfolgt. Und anscheinend werden sie von Horden junger Leute angefeuert. Sie werden Shipper genannt. Das hat nichts mit Shippen zu tun, sondern leitet sich von Relationship ab.
Denn entweder wollen sie in Spider-Man und Black Cat ein Liebespaar sehen, oder sie lehnen das völlig ab. Und darüber diskutieren sie ziemlich heftig. Ich glaube, so etwas nennt man Flame Wars. Wissen Sie, zu meiner Zeit hatten wir für solche Sachen keine Zeit. Und wissen Sie warum? Weil wir arbeiten mussten! Tyler, J. Jonah, Jameson, einen Rat für unsere Jugend. Ihr seid Schiffer, treten in die Marine ein! Das ist so geil. Das ist einfach genial. Peter, ich habe endlich den Laptop entschlüsselt. Dieser raumgroße Tresor, von dem du gesprochen hast. Er wurde wohl in eine Schiffswerft in der Nähe von Hell's Kitchen geliefert. Dort muss auch der Junge sein. Danke, MJ. Ich rufe Alicia an. Um die Zeit bist du entweder einsam oder du hast was gefunden. Hoffentlich deinen Sohn. Ich schicke dir eine Adresse. Triff mich dort. Erledigt. Ich frage mich, ob es wirklich einen Sohn gibt. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ich vertraue ihr irgendwie nicht. Der Black Cat. Das Vertrauen ist irgendwie nicht da. Das ist eine sehr gefährliche Frau. Mit so einer hat man nur Probleme. Niklas ist wieder da. Baby. Meisterwerk. Macht dir die Schnitzelpfanne heiß. Schon mysteriös das mit dem Sound. MJ hatte recht. Der Ort ist abgelegen. Das Kind könnte hier wochenlang festgehalten werden, ohne dass man es merkt. Hier bin ich richtig. Ich weiß es. Wenn sie uns entdecken, ist es vorbei. Wir müssen sie alle ausschalten. So wie früher. Leise wie eine Katze. Und heimlich wie eine Spinne. Wenn sie uns erwischen, töten sie vielleicht deinen Sohn. Wir müssen leise sein. Gib mir Rückendeckung! Der Boss hat angeordnet, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Spider-Man, die Katze, Tauben, einfach alles. Mit Vergnügen. Noch nicht. Okay. Ganz schön viele Wachen hier. Das wird nicht einfach. Gibst du vor mir an? Eine Sekunde.
Dann mach ich ihn halt. Zack, zack. So sieht man den hier mal. Oh shit, da ist ja direkt einer. Schlaf schön. Was ist mit dem Typ? Ah, den nehme ich mir. So. Oh, was mache ich? Ich gehe rein. Sehr gut. Weitermachen. Oh, die ist aber fix. Wie hat der dich bitte nicht gesehen? Aber wahrscheinlich, weil er zu sehr fokussiert war, in sein Zielfernrohr zu schauen. Aber es war schon witzig, ja. Was meinst du? Wird der Boss endlich die anderen Familien übernehmen? Ja, den könnte man, ja. Ich sag dir mal, was ich denke. Der Boss spürt, an der Seite zu sein. Noch einer weniger. An ihn dran. Der Boss scheint Angst zu haben, jemand könnte ihn übers Ohr hauen. Wer ist denn so dumm, dem Boss etwas stehlen zu wollen? Die Katze? Ich glaube, 9 Typen sind gegangen. Einer pro Leben. Konzentration. Gute Nacht. Pech für dich. Sehr gut. Ich liebe es, wenn du so energisch bist. So, ich glaube, die Sniper sind ausgeschaltet. So, jetzt. Du machst das echt gut. Oh! Scheiße! Oh nein! Fuck! Nein! Nein, ich habe nicht gesehen, dass ich die Drohne aktiviert hatte. Ich dachte, ich hätte die Netzschüsse gehabt. Fuck! Hey, Crazy Dave! Servus! Schnitzel! Ahoi! Servus, servus, Dave! Alles gut bei dir? Oh mein Gott, und jetzt kann ich alles wieder machen. No. Okay, nicht alle. Nicht alle. 11 Gegner. Oh, das ist... Okay. Tommy mal wieder die absolute Gaming-Elite. Ach komm. Das war ja... 9 Typen sind gegangen. Einer pro Leben. Konzentration. Treibe die Kerle auseinander. Was meinst du? Wird der Boss endlich die anderen Familien... Ich sehe besser mal nach. Da ist etwas. Eine Sekunde. Achtung! Hey, Jungs, wir haben ein Spinnenproblem. Du machst das echt gut. Boing. Genau das wollte ich machen. Eigentlich. Oh nein. Okay, das war schlecht. Das war schlecht, das gebe ich zu. Ja, soweit schon und selbst alles super bei mir, danke dir. Ein bisschen kaputt vom Arbeiten, oh je. Ah, ist ja bald wieder Wochenende. Ja, morgen noch. Der Boss hat angeordnet, auf alles zu schießen, was ihn bewegt. Spider-Man, die Katze, Tauben, einfach alles. Jetzt schon wieder. Nein, geschleicht dich. Warum wird mir das als safe angezeigt? Ich verstehe es nicht. Das wird. Normalerweise wird das doch angezeigt. Ob der Typ safe ist.
war anscheinend noch nicht. Der Boss hat angeordnet, auf alles zu schießen, was sich bewegt. Ja, das bedeutet normalerweise, dass er safe ist. Alles. Mit Vergnügen. Heute Nacht legt sich lieber niemand mit uns an. Aber hallo. Noch nicht. Na gut, sie sagt eh, ob es geht oder nicht. Bei manchen weiß man halt nicht, ob die safe sind. Ja, ist so. Okay. Ich glaub, neun Typen auch wenn sind sie gegangen. Sagen, sie sind safe, Kappa. Genau so ist es, Michi. Was meinst du? Wird der Boss endlich was tun? Besser mal nachsehen. Was war das? Was war das? Der muss jetzt. Der ist nicht safe, oder? Ich brauche hier Hilfe! Jetzt ist er safe. Okay. Dieser Kerl. Ich brauche hier Hilfe! Ist der safe? Schlaf schön. Sehr gut. Ich liebe es, wenn du so energisch bist. Ich glaube, ich lass sie einfach machen. Die weiß schon, was sie tut. Der Boss scheint Angst zu haben, jemand könnte ihn übers Ohr hauen. Wer ist denn so dumm, dem Boss etwas stehlen zu wollen? Die Katze? Keine Ahnung, aber es war keine gute Idee, sie einzustellen. Was ist das? Okay, ich hab's mir nicht eingebildet. Nur ein Wort, nur noch ein paar. Schau, sie hat den anderen erledigt. Das ist ja cool. Könnte sie auseinandertreiben. Und treibt sie auseinander hier. Was war das denn? Weiter. Ich sehe besser mal nach. Ja, komm, weiter, komm. Halt! Wer ist da? Der hätte mich jetzt fast entdeckt. Zum Glück dann noch 2 Wochen arbeiten und dann 2 Wochen Urlaub. Oh, genieß es, Dave. Hast du schon Resi 2 gespielt, Domme? Na. Ich hab mir gesagt, die letzten Monate habe ich mir gesagt, ich kaufe mir kein neues Game mehr. Auch wenn ich Resi 2 gerne spielen will. Okay, ich hab's mir nicht eingebildet. Geduld, Spinne. Was war das? Aber Resident Evil 2 muss noch ein bisschen warten. Nein, die sehen uns sonst. Warum? Das gibt's nicht. Ich brauche hier Hilfe. Warum? Ist da jemand? Ich sehe. Ach komm, du willst mich verarschen. Hey, wir haben Besuch. Oh nein. Das gibt's nicht. Hey Tommy, Fragezeichen. Jetzt kommt wieder irgendein Blödsinn, mich. Ja. Eine Sekunde. Okay. So, ich hab Hunger. Pfanne 30. Ich glaube, 9 Typen sind gegangen. Sehr schön. Einer pro Leben. Konzentration. Okay, echt geiles Game. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich hab schon ein paar Szenen gesehen. Die haben das echt cool gemacht, wirklich. Also ich würde es echt gern spielen, aber ich habe noch so viele Spiele da liegen. Was war das? Was ist mit dem Typ? Ich sehe gern Männern bei der Arbeit zu. Ich habe noch so viele Spiele zu spielen, deswegen habe ich mir gesagt,
Ich kaufe keins mehr. Ja. Und so werde ich es auch beibehalten. Ich meine, ich habe erst letztens wieder eine Ausnahme gemacht, aber... Und ich weiß nicht, ob, wie gut das war, weil das ist anscheinend so ein Endlos-Game. Was? Achtung! Wir haben ein Spinnenproblem! Ich brauche Verstärkung! Wir haben ein Spinnenproblem. Gib mir Rückendeckung! Dieser Kerl? Resident Evil 2 ist der letzte Teil, den ich gespielt hatte von der Reihe. Und das nur, weil ich mich damals angeschissen habe vor Angst und habe nie wieder Resident Evil aufgedreht. Aber hast du nicht mal Outlast gespielt, Michi? Oh, Windows. Ich könnte sie auseinandertreiben. So war das eigentlich nicht gemeint, nein. Ich werde sie dann trotzdem nicht anfassen, Windows. Also nur so zur Info. Nein, alles nur gesehen. Ich scheiß mich an vor Horrorspiel. Ah, okay. Okay. Ja, aber... Ich meine, du weißt ja, wie ich damals bei Outlast 2 war. Das kann ich nur verstehen. Nur ein Wort von dir, Spinne. Ja, hol ihn dir. Schlaf schön. Klasse. So, jetzt bitte. Da ist etwas. Nein, da ist gar nichts. Scheiße, jetzt habe ich zwei. Der eine wollte eh weg. Fuck. Hey, hier rüber! Da ist etwas. Noch nicht. Nein, was tue ich? Was tue ich? Vorhersehbar. Der Kerl ist rein. Oh, was ist denn jetzt los mit mir? Hier, der ist fällig. Gib mir Rückendeckung. Ja. Jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Ja, ja, hol ihn dir, hol ihn dir. Zwei von denen, zwei von uns. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Hol ihn dir, bitte! Ja, nice. Der Tresor könnte hier überall sein. Sieh dir die Schiffscontainer an. Ich sehe im Gebäude dort drüben nach. Felicia! Was? Tut mir leid, was Hammerhead getan hat. Tja, nun ja. Bald wird er schlauer sein. Ärger eine Katze? Spiel ihre Krallen. Ich sollte mir die Schiffscontainer mal ansehen. Habe es auch nur am Wochenende gezockt und so unter der Woche nicht. Hab gesagt, nur am Wochenende ist Resi-Time. Da habe ich meine Ruhe und muss nicht aufpassen, wann ich schlafen muss. Ja, das stimmt. Na, viel Spaß auf jeden Fall. Das Spiel ist ja auch, das hat ja einen sehr hohen Wiederspielwert. Das war ja damals auch so. Also man kann das ruhig mehrmals durchspielen. Das finde ich auch richtig cool an dem an den Teilen. Baumaterial, aber kein Kind. Kein Tresor. Jetzt bin ich gespannt. Klaviere, das ist eine Überraschung, aber kein Kind. Weiter geht's. Jetzt wird's interessant. Was ist denn das jetzt?
nur ein Haufen Kisten. Ich sollte weitersuchen. Ich sollte weitersuchen. Kein Kind, kein Kind. Sable International. Was ist das? Wow. Hammerhead hat Sable-Waffen? Ich frag mich, was er noch alles hat. Das beantwortet diese Frage. Hammerhead, Schläger und Sables Waffen. Die perfekte Kombi, nach der keiner gefragt hat. Meine Liga, Penner! Das war ja wieder klar, dass wir die irgendwann mal wieder sehen werden. Die Sables-Typen. Okay, ich gebe etwas. Okay, aber noch sind sie nicht hier. Noch ein Sable-Transporter. Hab ich schon gefragt, wo die hin sind. Ey, cooler Rum, servus. Bist du verletzt? Ahoi. Wow. Oh ja. Ich schaffe den Clown. Rip. Allein die Demo wurde über 14 Millionen Mal runtergeladen. Ja, der Hype ist auch auf jeden Fall riesengroß gewesen, ja. Ah, ihr Rapunzel. Wie geht's, Kollegen? Alles gut? Oh shit, nein. Gleich am Anfang. Die perfekte Kombi, nach der keiner gefragt hat. Erstmal ein Drittel Leben verloren. Felicia, wo bist du? Das wird schmerzhaft. Genau deswegen legt man sich keinen Nachwuchs zu. Ich weiß nicht, ich bin jetzt irgendwie skeptisch geworden. Ich glaube das irgendwie jetzt nicht mehr mit dem Nachwuchs. Irgendwas. Weil sonst gäbe es doch irgendwie schon so eine Sprachnachricht oder sowas, oder? Da irgendwas. Das hätte er nur sie dabei gesagt. Deswegen. Die sind so. Was ist denn das gewesen? Noch ein Fable-Transporter. Hab ich schon gefragt, wo die hin sind. Achtung! Ja. Und gute Nacht! Felicia, bist du verletzt? Und zack. Wir verlieren zu viel Jungs! Zack. Da haben wir einen reingekommen. Ah, wir müssen das entfernen. Weg mit dir! Bleib gleich. Ach du Scheiße. Raketenwerfer Minigun? Was bitte habt ihr nicht von Table gestohlen? Oh, mir ihn schon. Na gut. Wow, das war knapp. Oh fuck! Seid ihr euch sicher, dass ihr diese Waffen benutzen könnt? Okay, das ist in dir voll. Das wird schmerzhaft. Achtung vor den Netzen! Ich kämpfe lieber da hinten, ja. Ihr habt ja ein paar schöne Geschenke.
kriegst du zurück. Wie das nicht bei den Großen wirkt? Ach du Scheiße. Das wirkt nicht. Die bleiben einfach stehen. Am besten dauern. Ich weiß es nicht. Die sind so übel, die Typen. Eigentlich. Noch ein paar und das ist vorbei. Wie kriege ich die? Wie kriege ich die am besten? Oh nein, ich hänge! Was ist da? Ich bugge. Hä? Das ist nicht wahr jetzt. Wie habe ich das geschafft? Na, geschleicht die. Na, geh bitte. Na, wie hab ich das geschafft jetzt? Ach, meine Güte. Bis auf Internetmysterien ist alles okay und bei dir, bei mir auch alles okay, bis auf, ja, dem hier. Wie hab ich das geschafft, dass ich in dem Fahrzeug bin? Ich komme da gar nicht mehr raus. Komm. Also. Ja, Schaden bekomme ich aber trotzdem. Das ist ja schön. Da komme ich nicht raus. Ich glaube, ich wurde gefangen genommen. What the fuck? Aber hey, du bist sicher da drin. Naja, ich weiß nicht. Ach man, warum jetzt? Warum jetzt sowas? Wo ich nur noch die zwei hatte. Warte, ich versuche mich irgendwie rauszuspinnen, aber... geht gar nichts. Ja, Kontrollpunkt. Meine Güte. Oh mein Gott, schon wieder das. Transporter, Raketenwerfer, darauf Minigans? War ich richtig Bock. Was bitte habt ihr nicht von Sable gestohlen? Au. Kann ich das bitte anvisieren? Mist. Da oben? Ich danke. Muss die Typen ausschalten und Felicia finden. Boah. Seid ihr euch sicher, dass ihr diese Waffen benutzen könnt? Okay, sieht so aus. Halt dich aus unseren Geschäften raus. Aber ich weiß, was ich... Nein. Wie soll ich die zwei schaffen? Warum auch noch zwei?
Das war knapp. Der Boss schickt Grüße. Ich hab ne... Ja, was ist... Einfach wunderbar. Heiliger Lord. Ah, mit einem anderen Special Ding. Kann ich das noch verändern? Hier Anzugskraft. Ich glaube, das geht noch. Mit dem Fokus-Ding wäre es ganz, ganz gut. Wo ist denn der? Schüsse. Spider-Bro. Hä, wo ist denn der mit dem Fokus? Ah, hier, der. Kampffokus. Da ist der Typ so flexibel, aber die Fenster sind ihm zu klein. Ja. Leider nein. Das ging leider nicht. So fängt man Spider-Man. So Leute, ich muss schönen Abend noch und einen tollen Stream. Danke dir, Robson. Dir auch einen schönen Abend. Mach's gut. Bis die Tage. Weiß ja, wo ich bin. Wissen, wo ich bin. Ja, jetzt schon. Pass auf. Die Anzugkraft. Ah, das gibt mir nur ein bisschen. Ah. Jetzt mach ich ihn. Jetzt. Einer wäre nämlich kein Problem, ja? Transporter, Raketenwerfer, Minigun. Einer wäre kein Problem. Was bitte habt ihr nicht von Table gestohlen? Halt dich aus unseren Geschäften raus. Mist, ich muss die Typen ausschalten und Felicia finden. Einer wäre absolut kein Problem. Seid ihr euch sicher, dass ihr diese Waffen benutzen könnt? Okay, sieht so aus. Kann man einfach dahin und schwupps, einen zack, gleich fertig machen. Das ist schön. Einer ist absolut kein Problem. Das war Trick 17. Was jetzt noch Probleme macht, sind die Leute. Das war knapp. Aber was? Und schon wieder. Ich schaffe den Clown alleine.
So, und jetzt ist er kein Problem mehr. Jetzt ist easy peasy. Das war's. Das wird ein übler Muskelkater. Okay, ich muss Felicia finden. Sie sagte, sie würde sich einen Weg ins Gebäude suchen. Warum war das so Felicia? Schnell? Der Tresor. So. Oh, der Tresor. Oh, jetzt. Ja, das sieht mir aber nicht nach Sohn aus hier. Felicia! Nein, 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 das soll wohl ein Witz sein! Sag nicht, dass du meine Fäden gezogen hast! Sorry, Süße. Aber ich brauchte bei so einem großen Job Hilfe. Alles, was du wolltest, war Hammerhead's Dick. Der gesamte Reichtum der Magia. In meiner Hand. Du hast Hammerhead falsche Sticks gegeben? Meinst du, er wird sauer auf mich sein? Also, die Entführung und sein Sohn, das war alles bloß Lüge? Lüge ist so ein hässliches Wort. Ich bevorzuge Irreführung. Tu das Richtige. Bring die Sticks zur Polizei. Hey, die habe ich verdient. Außerdem, Hammerhead hat eine Mission und nichts wird ihn aufhalten. Immerhin habe ich ihn ein wenig ausgebremst. Sie haben das Gelände geräumt! Überprüft den Tresor! Es wird Zeit. Ich werde an der Riviera auf dich anstoßen. Felicia! Wie auch noch an das Gute an ihr. Ja. Boss, wir sind drin. Und? Der Stick ist weg. Neuer Plan. Im Stick steckt ein Peilsender. Findet und tötet sie. Und wenn sie dumm genug ist, zum Penthouse zu gehen, warten dort schon Leute, die es zum Himmel schießen. Was ist mit den Sticks? Die Sticks sind mir egal. Ich will sie einfach tot sehen. Verstanden. Wir finden sie. Wenn im Stick ein Peilsender steckt, ist Felicia in Schwierigkeiten. Ich muss zu ihr. Schnell! Fehl ich dir? Hammerhead weiß, wo du steckst. Er wird dich töten. Im Stick steckt ein Peilsender. Ich verstehe dich nicht, Spinne. Ich hab dich übel reingelegt und du versuchst immer noch, mich zu retten. Warum bist du immer so verdammt nett? Es geht nicht darum, nett zu sein, sondern das Richtige zu tun. Du hast so viele Talente. Wenn du sie nicht nur zu deinem eigenen Nutzen einsetzen würdest. Ja, als ob. Du müsstest mich mittlerweile besser kennen. Menschen ändern sich, Felicia. Ich liebe dich, Spinne. Werde dich vermissen. Warte, er hat in deinem Penthouse Bomben gelegt. Keine Sorge. Ich habe immer noch meine neuen Leben. Verdammt! Sie ist so stur. Warte durch, Felicia. Ich komme. Eine richtige Katze halt. Die hat ihren eigenen Kopf. Komm schon, komm schon! Halt durch, Felicia! Über WLAN habe ich 47 Mbit mit LAN-Kabel 600 Kbit. Was? Das ist heftig. Das ist ein heftiger Unterschied. Felicia! Warum? Fortsetzung folgt. Hä? Warum hat sie das gemacht? Sie wusste es doch.
Ich vertraue dem Ganzen nicht. Sie hat so komisch gegrinst. Ich glaube nicht, dass sie es nicht wusste. Okay. Wow. Es wurde immer noch keine Leiche gefunden? Nein. Glaubst du, sie hat überlebt? Ich weiß nicht, naja, alles ist möglich, aber... Also, wie fühlt es sich an, nicht Vater zu werden? Nein, nein, ich meine es ernst. Ganz ehrlich, ich bin erleichtert. Ich habe gerade echt viel am Laufen, weißt du? Ja, das stimmt. Ich glaube, du wirst eines Tages ein toller Vater sein. Zur richtigen Zeit. Und mit der richtigen Person. Abgeschlossen. Glückwunsch, du hast die Story der Raubüberfall abgeschlossen. Das Abenteuer geht mit der nächsten Kampagne Revierkämpfe weiter. Gute Arbeit, Held. Okay. Spider UK Anzug. Okay, den schauen wir uns auch noch an. Das war ein komisches DLC. Ja, das stimmt, Finny. Irgendwie war es komisch. Das war schon ein bisschen... Also das Hauptgame, muss ich ehrlich sagen, die Story vom Hauptgame fand ich... Ah gut, ich meine, das kann man auch nicht vergleichen. Ist halt viel umfangreicher. Ja, also ich will gar nicht sagen, dass es schlecht war. Aber es... Ich würde sagen Durchschnitt. Ich würde sagen Durchschnitt, ja. Durchschnittlich. Vielleicht kommt da ja noch was. Das mit dem Kind, das war, fand ich schon ein bisschen überraschend. Und jetzt am Ende halt, ja, gut. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass es da halt kein Kind gibt. Aber. Meine treuen Hörer melden, dass Spider-Man mutwillig die öffentliche Infrastruktur beschädigt. Er bricht Netzverteilerkästen und andere für öffentliche und private Belange wichtige Anlagen auf. Manche vermuten sogar, dass er nach etwas sucht, aber er nimmt nie etwas mit, meine Freunde. Vielleicht sollten wir in Erwägung ziehen, dass Spider-Man nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Ein ausgeglichenes Individuum schwingt schließlich nicht als Insekt verkleidet durch die Stadt. Aber jetzt sucht er entweder nach nicht existierenden Dingen, dann wäre er verrückt oder wütet unkontrolliert herum. Und in beiden Fällen ist es an der Zeit, die Männer in den weißen Kitteln mit ihren großen Schmetterlingsnetzen zu rufen. Das macht man doch noch so, oder Jared? Was meinst du? Das wurde nie so gemacht. Das wurde nie so gemacht. Na, was ich sagen wollte, am Anfang war es überraschend, dass mein Kind... Aber jetzt gegen Ende, ja, man hat halt irgendwie nichts vom Kind gehört, gesehen, sonstiges. Sie hat nur irgendwas erzählt. Deswegen war es irgendwie, sag mal, ja, klar, dass es irgendwie da, dass sie uns dahinter das Licht führen will. Aber gut, ich werde erstmal kurz eine Pause machen. Ich komme gleich wieder. Ich bin gleich wieder da und dann geht es mit dem nächsten DLC weiter. Also bis gleich, Leute.